Hallo, lieber Bruder, liebe Schwester, Gottes Segen. Wie Gott aus Nöten errettet, verspitzt natürlich jeder gleich seine Ohren. Nicht wahr? Wie Gott aus Nöten errettet. Psalm 46, Vers 1. Ah. Vers 2 soll es sein natürlich. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Psalm 46, Vers 2. Ist das nicht so? Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Es ist schlimm, wenn man in Not hineingerät, wo man nicht mehr ein- und ausweist. Ob körperliche Beschwerde, finanzielle Not, ob vielleicht da die Arbeitsstelle wieder mal komisch ist, alles. Dann kann es auf der Welt auf einmal ganz schlimm sein, dass es einen doch noch bedrückt, obwohl man sich davon abisoliert, so ein bisschen, soweit es geht. Die Nöte, die können über einen so stark kommen, dass man denkt, was mache ich jetzt? Und dann weiß der Mensch, das Kind Gottes natürlich, ich muss zum Herrn fliehen. Er ist meine sichere Burg, er ist meine feste Zuversicht, er ist meine Hilfe in den großen Nöten, die mich jetzt ja, getroffen haben, schlussendlich. Ich lese eine kurze Geschichte vor, dann lasse ich dich schon. Die folgende Begebenheit trug sich vor ungefähr 100 Jahren in China zu. Zwei von vier Brüdern zogen in ein gemietetes Haus in einer Stadt in der Umgebung von Honan, nahe dem Fluss Wei, um dort zu überwintern. Doch plötzlich begann eine bittere Verfolgung. Gerade nachdem sie sich niedergelassen hatten. Die Missionsgebäude wurden von einer Menschenmenge angegriffen und alles wurde geplündert. Die beiden Männer wurden grob behandelt und einer von ihnen wurde über den Kopf über den Hof geschliffen. Schließlich fanden sie sich allein gelassen, kamen zwar mit dem Leben davon, hatten aber alles verloren. Ihre Situation war hochgradig ernst. Mehrere Tagesreisen entfernt von Freunden, ohne Geld, ohne Unterkunft und ohne Kleidung, außer der, die sie am Leibe trugen, während der kalte Winter begonnen hatte. In ihrer Not knieten sie nieder und befahlen sich selbst dem Herrn an. Nach seiner Verheißung errettete er sie aus ihren Drangsalen. Denn noch während sie beteten, erreichte sie ein Missionar von einer entfernten Station. Er kam unerwartet, ohne zu wissen, was geschehen war, einige Stunden nachdem die Plünderung stattgefunden hatte. Sein Kommen zu einem solch gelegenen Zeitpunkt erfüllte die Herzen ihrer ungläubigen Feinde mit Furcht. Geld und Güter wurden zurückgegeben. Und von diesem Zeitpunkt an hörte der gewalttätige Widerstand der Menschen auf. Ist das nicht ein Aufruf, mehr Vertrauen in den Herrn zu setzen, im aktiven Gebetsleben, die du hoffentlich hast, lieber Bruder, liebe Schwester. Wie viel Glauben haben wir? Mindestens so groß wie ein Senfkorn, das ist in unser Herz gesetzt, eingepflanzt. Wie viel Vertrauen haben wir? Vertrauen ist auch Glauben. Wie viel Vertrauen haben wir in den Herrn, dass er alles vermag zu tun, durch das Gebet eines Gerechten? Wie oft schlussendlich verlassen wir uns auf unseren Verstand? Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Hörst du? So wird er dich recht führen. Nicht dein Nächster, sondern so wird er dich recht führen. Von A nach B, von A bis Z schlussendlich. Von Anfang bis Schluss. Der Herr wird zu Ende führen, was er Gutes an euch angefangen hat, steht auch geschrieben. Der Herr führt zu Ende, was er Gutes an euch angefangen hat. Vertraue dem Herrn. Geh im Vertrauen, somit mit festem Glauben, ins Gebetsleben hinein. Der Herr vermag Gewaltigstes zu tun. Deine großen Not kniest du rasch nieder. Hoffentlich wende dich ja nicht vom Herrn ab. Weder auf eine sanfte Art noch auf eine harte. Sanfte Art gibt es auch, ja, jetzt will ich nicht lesen in der Heiligen Schrift.
jetzt ist, ich bin enttäuscht von Gott. Solche Sachen lass. Gott enttäuscht nie. Der Mensch enttäuscht immer wieder. Einander und auch sich selbst in allen Bereichen. Der Mensch kann sich immer wieder selbst enttäuschen, Erwartungshaltung haben, als ob der Herr uns irgendetwas schuldig wäre. Der Herr schuldet uns gar nichts. Wir schulden dem Herrn alles, unser ganzes Sein. Es gehört ihm. Wir gehören ihm. Wir dürfen uns ihm völlig anbefehlen, in der gesamten Nachfolge, in allen Bereichen, im ganzen Sein, guten Tagen wie in schlechten. Völlig anbefehlen, ihm vertrauen, dass es zum Besten dient, alles, was da wir durchgehen und durchmachen müssen. Du denkst, eben, das ist jetzt das Denkprozess auch so. Der es so sagt, wie ich es dir jetzt so gesagt habe, kann man sagen, ah, du steckst natürlich nicht in Schwierigkeiten und Nöten und darum kannst du so freimütig davon reden. Als einer, der permanent in Nöten ist, verschiedenste Nöte, kann ich dir eins hundertprozentig garantieren. Der Friede des Herrn übersteigt all die Not, all die Probleme, all die Nöte, Kämpfe. Alles kann man kann ja so eine Liste machen. Ne? Aber ich glaube, das sollte man, wenn man die Liste so alles so draufgeschrieben hat, ein ganz großes Kreuz darauf machen. Der Friede des Herrn. Verstehst du? Kreuz als Symbol Frieden. Das ist alles weg. Die Mühsal, auch all unsere Schmerzen, all unser Leiden, da hat der Herr alles getragen. Gib dem Herrn das ab. Du hast Frieden in ihm dann, über all die Nöte, die du jetzt gerade hast. Übergib es in die allmächtigen Hände des Herrn und er wird deine Sache recht führen. Er achtet auf sein Eigentum. Er weiß, wie es weitergeht. Wir wissen es nicht. Wenn ich am Morgen hinknie und dem Herrn anbefehle, bevor ich rausgehe, ich kann dem Herrn ganz klar und deutlich sagen, ich habe dir den Tag anbefohlen. Aber doch weiß ich nicht, wie die nächste Stunde sein wird. Ich habe es einfach dir anbefohlen. Ich weiß aber nicht, wie es wird. Er weiß es, der Herr. Ich weiß nicht, wie es wird. Vielleicht die Stunde, die ist nicht mehr da für mich. Ich habe es einfach ihm anbefohlen. Und ich hoffe auf seine gnädige Führung auch durch diesen Tag, dass er mich auf all das Flügeln trägt, durch all die Not. Und Doppeltnot, nicht wahr? Ja, machen wir es dreifach und all die Not, ja? Im Auge des Sturms ist es ruhig. Da können wir, wie schlussendlich die Jünger da im Sturm gewesen sind, wir können ihn fragen, Herr, auf gut Deutsch haben sie doch gesagt, und das haben sie auch, Herr, kümmert es sich nicht, dass wir umkommen? Das können wir dann auch sagen, interessiert es dich nicht, Herr, schau mal eine Situation. Interessiert es dich nicht? Müssen wir nicht mal herablassen sagen, am besten ja nicht. Herr, interessiert es dich nicht, meine Situation? Ich weiß nicht ein und aus. Ich bin so krank, mir fehlt das und ich weiß nicht weiter, wie wir jetzt weitergehen. Denkst du, den Herrn kümmert das nicht? Den Herrn kümmert das sehr. Und er schreitet ja ein, zur rechten Zeit, immer, und hilft doch aus aller Not. Der Herr hat doch auch ihnen schlussendlich geholfen, den Sturm gestillt. Und da konnten sie mal erkennen, eigentlich, mit wem sie es zu tun haben. Vergessen wir vielleicht mal so immer wieder, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Mit dem auferstandenen Herrn, der uns begleitet bis am Schluss und dann von Ewigkeit zu Ewigkeit sind wir dann bei ihm. Sind wir uns das eigentlich bewusst? Wie sehr lässt einem das Herz frohlocken und jauchzen und brennen? Aus Liebe zu ihm. Nicht wahr? Wie Gott aus Nöten errettet. Der Herr, der für uns alle Not erlitten hat am Kreuz, errettet uns zu aller Zeit aus aller Not. Wenn er das möchte, denn es dient alles zum Besten, ist sehr, sehr schwierig zu erfassen. Ich weiß, ich weiß. Aber eins lasst ihr ganz klar gesagt sein.
Es gibt Nöte in der Nachfolge, wo immer die eigene Person betreffen können. Ja, das eigene, das Ich, das arme Ich, der alte, arme Adam. Der muss ja jetzt weichen, der arme Adam. Dann stolziert er und kämpft und verlangt und ach, das hätte ich so gern. Und ich krieg's nicht. Und ich krieg's nicht, das nicht, das nicht. Andere abends, ich krieg's nicht. Das sind eigene Nöte, die man sich aufbürgt. Das muss weg. Das muss weg. Das muss in den alten Adam-Papierkorb. Verstehst du? Das muss einfach von deinem Herzen weg. Es wird immer wieder rumoren, es wird immer aufkommen, aber es muss gedämpft sein. Das kann nur der Herr machen. Nur der Herr. Aus eigener Kraft geht nicht. Und dann wirst du in Frieden. Auch völlig vereinsamt wirst du mit dem Herrn die Gemeinsamkeit haben. Wirst mächtigstes, gewaltigstes mit dem Herrn erleben in der gesamten Nachfolge. Hundertprozentige Garantie. 100%. Das gebe ich dir mit Stempel und Unterschrift. Mit dem Herrn wirst du gewaltigstes erleben. Wenn du all den Ballast vom Herzen abgibst, dem Herrn. Steht ja so wunderbar im Petrusbrief. Einfach wunderbar. Werft all eure Sorgen auf ihn. Denn er sorgt für euch. Er sorgt für euch. Hörst du? Und wie der Herr dann für dich sorgt, das ist seine Sache. Er macht es immer perfekt. Er macht keine Fehler. Wirf die Sorgen auf ihn. Er wirft es nicht auf dich zurück. Amen. Hoffe, dass dir das hilft, in welcher Not du auch jetzt steckst.